und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey Leute, Crimex hier, was Larry Paul Berger. Herzlich willkommen zurück zum Simulator Samstag. Leute, ich weiß, die letzten Wochen habe ich leider nicht geschafft, den Simulator Samstag zu machen. Aber heute bin ich wieder zurück. Und zwar, meine Freunde, heute mit dem Tierkampf-Simulator. Ihr könnt es jetzt schon im Hintergrund sehen. Man kann hier alle möglichen Tiere gegeneinander ankämpfen lassen und somit rausfinden, was das stärkere Tier ist. Wenn ihr das Ganze feiert und mehr Simulator Samstag sehen wollt, dann zeigt es natürlich mal mit einem Like und mit einem Abo. Und schreibt mir in die Kommentare, welches Simulator-Spiel wir am nächsten Samstag spielen sollen. Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt ab 14 Uhr live auf Stereo mit Stan. Ich würde mich übelst darüber freuen, wenn ihr mit vorbeischaut, Leute. Wir waren ja die letzten Tage schon öfter live und es hat jedes Mal übelst viel Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall jetzt mal den Link aus in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt auf mein Profil und könnt direkt quasi in den Podcast, in den Live-Podcast von Stani und mir mit reinkommen. Den Vorteil, den ihr da habt, Leute, ist, ihr könnt direkt live Sprachmemos reinschicken, die können wir uns anhören und wir können einfach gemeinsam quatschen, Fragen beantworten und in einem ganz privaten Kreis über alles Persönliche sprechen. Letztes Mal haben wir auch quasi so ein Format gemacht, wir lösen deine Probleme, das hat voll Spaß gemacht. Jeder konnte so private Fragen reinstellen, zum Beispiel wie, ey, ich habe gerade ein Problem mit meiner Freundin oder sowas und wir konnten euch dann unsere Meinung dazu sagen. Also wer jetzt Bock hat auf einen Live-Podcast von Stani und mir, kommt dann auf jeden Fall um 14 Uhr bei Stereo live in die Show rein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr gleich mit am Start seid. Checkt, wie gesagt, den Link unten in der Videobeschreibung aus. Da kommt ihr direkt auf mein Profil. Und dann würde ich sagen, bis gleich in Stereo. Ich würde sagen, Leute, gönnt euch das jetzt hier einfach mal. Wir haben hier schon mal 5 von diesen Nashörnern gegen 5 Tiger, Leute. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Schreibt es mal in die Kommentare. Team 1 oder Team 2. Und ich würde sagen, wir finden es einfach mal raus. In 3, 2, 1, let's go! Nashörner vs. Tiger. Ich weiß es, obwohl, oh mein Gott. Oh mein Gott, die Nashörner sind richtig strong. Alter. Alter. Okay, warte, aber ein Nashorn ist broke, oder? Nee, warte, es steht wieder auf, es steht wieder auf. Alter. Okay, ein Nashorn ist, glaube ich, dabei. Nee, es steht wieder auf. Alle Nashörner haben überlebt und die Tiger, das war's komplett. Ich glaube, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Man kann hier wirklich alles ausprobieren. Übelst krass. Und das Ding ist, man kann das hier mit Menschen machen. Also wir können jetzt zum Beispiel auch hier, keine Ahnung, zum Beispiel einfach mal hier diese Axtkrieger. So Krieger, so Wikinger oder so sind das. Übelst viele hinspawnen. Warte mal, wie viele haben wir jetzt hier? 30. 30 von diesen Kriegern gegen, zum Beispiel einfach mal gegen... Oha, gegen Bären. Oha, das ist ja krank, Leute. Wer denkt, die wird gewinnen? 30 von diesen Wikinger oder 10 Eisbären? Ach du Scheiße. Okay, das ist krass. Ich glaube aber irgendwie, die Wikinger werden gewinnen. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir finden es raus in 3, 2, 1 und let's go! Oh mein Gott, okay. Oh, Alter, okay, die Eisbären haben stark angefangen. Haben auf jeden Fall ein paar Wikinger über den Haufen gehauen. Aber jetzt sind die Wikinger hier richtig strong. Und haben einfach alles weggekloppt. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie so haushoch gewinnen. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es den Wikingern jetzt mal ein bisschen schwerer. Und zwar bekommen die Eisbären jetzt noch ein paar... Was sollen die zur Unterstützung kriegen? Sollen wir denen noch ein paar... Komm, noch ein paar Büffel. Wir schicken noch ein paar Büffel voraus hier. Die kriegen jetzt noch ein paar Büffel als Support, Leute. Und let's go! Oh nein, nein, jetzt habe ich die Büffel in das Team der Wikinger reingesetzt. Oh nein, das war falsch. Oh mein Gott. Jetzt haben die Eisbären ja noch weniger Chancen. Oh nein, die armen Eisbären. Die Eisbären müssen doch gewinnen, Leute. Es sieht gar nicht gut aus für den letzten Eisbär. Es ist der letzte seiner Art. Okay, das war ein Fail, Leute. Ich wollte euch eigentlich ins Team 2 machen. Okay, wisst ihr was? Wir machen das anders. Das Eisbär-Team bekommt jetzt Tiger. Tiger, noch 10 Tiger zur Unterstützung. Oha, jetzt wird es richtig schwer für die Wikinger. Also insgesamt 10 Tiger und 10 Eisbären, also 20 Tiere gegen 30 von den Wikingern. 3, 2, 1, let's fight, Digga. Und los geht's. Oh mein Gott, die rasen ja hier komplett rein. Alter, die Tiger sind auch richtig strong. Die Tiger sind, Alter, wenn das die Wikinger wieder gewinnen, dann sind Wikinger echt krass. Okay, es sieht gerade, aber es sieht halt wirklich wieder so aus, als würden die Wikinger gewinnen. Bro, warum sind die so stark, Alter? Okay, Wikinger, ihr haltet euch jetzt wohl für richtig stark, hä? Ihr haltet euch für richtig stark. Wisst ihr was, da machen wir es jetzt mal anders. Und deswegen würde ich sagen, ihr müsst jetzt 30 Wikinger gegen einen T-Rex. Oh mein Gott. Ich glaube, T-Rex ist geisteskrank stark. Ich würde sagen, wir finden raus, wie das Ganze ausgeht. Wieder in 3, 2, 1 und let's go. Ich glaube, der T-Rex wird gewinnen, Digga. Weil der hat ja auch so eine dicke Hautschicht und... Alter, guck mal. Guck mal. Oh mein Gott, der zerfetzt die einfach. Ey, die haben ja gar keine Chance. Oder... Digga, hey, wie stark sind diese Wikinger? Das ist ja voll krank, Alter. Okay, gut. Wikinger, ihr seid eine krasse Truppe. Ihr seid eine richtig krasse Truppe. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch gegen Riesenskorpione ankommt. So. Und gegen Riesengiftspinnen. So. Zack, zack, zack. Da wollen wir doch mal sehen, ob die Wikinger dann immer noch so cool sind. Und gegen Riesenameisen. So.
Ja, jetzt können wir nämlich hier nämlich auch Rieseninsekten machen. Komm, dann zeig mal her. Los, Attacke! Oh, oha, die sind ja, oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie die hier reinspringen? Alter, die sind ja richtig strong, diese Rieseninsekten. Aber es sieht halt wirklich wieder so aus, würden... Warum sind diese Wikinger so stark, Alter? Die sind ja richtig krank unterwegs. Ey, irgendjemand muss diese Wikinger stoppen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier mal die Fantasiewesen auspacken. Und zwar können wir hier einen Drachen nehmen. So, Wikinger. Mal gucken, ob ihr auch gegen einen Drachen ankommt. Das will ich jetzt mal sehen. Let's go. Boah. Der Drache fetzt hier direkt rein. Nimmt erstmal direkt 3 Leute mit. Und die Wikinger erreichen ihn einfach nicht, weil er fliegen kann. Okay, okay, ich glaube, der Drache wird die zerfetzen jetzt. Bam, und wieder, Alter, okay, die haben keine Chance. Typ, der kommt hier wirklich angeflogen. Er hat halt wirklich, der Drache hat den Vorteil, er hat halt einfach den Luftvorteil. Die erwischen ihn nicht und er rottet immer mehr von denen aus. Ey, die haben keine Chance, Mann, die erwischen ihn nicht. Die armen Wikinger, die können nichts machen. Die bräuchten irgendwie so Bogenschützen, dann könnten die was machen auf Distanz. Aber so werden die nach und nach einfach nur ausgelöscht. Außer die würden den mal erwischen, wenn er am Boden landet, aber das wäre dumm von dem Drachen. Ich glaube, das macht er nicht. Kann's vergessen. LOL! Hä? Ich wollte gerade schon aufhören, weil ich dachte, der Drache wird die nach und nach zerfetzen. Aber die Wikinger haben dem wohl jedes Mal einen Schlag mitgegeben, als er zugegriffen hat. Die haben halt wieder gewonnen. Diese Wikinger-Truppe ist echt krass. Irgendjemand muss jetzt mal diese verdammten Wikinger aufhalten, damit wir hier endlich mal was Neues testen können. Aus dem Grund würde ich sagen, wir testen das jetzt mal mit einer Hydra. Eine 3-köpfige Hydra. Ey, Bro, wenn die Hydra das jetzt nicht schafft, dann weiß ich ja auch nicht. Komm, Hydra, zerfetz. Feuer! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit drei Köpfen direkt drauf. Oh nein, nein, nein. Ey, die Hydra hat schon wieder verkackt, Mann. Nee, Digga, jetzt reicht's wirklich. Wir werden jetzt hier Werwölfe. Aber nicht gerade wenige. Und zwar, die Wikinger müssen jetzt hier gegen 20 Werwölfe. Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen 30 Werwölfe gegen 30 Wikinger. Ich glaube, Werwölfe sind stärker als ein Wikinger. Das heißt, die Werwölfe müssten das Ding eigentlich gewinnen. Und bam! Oh mein Gott! Ja, okay. Jetzt ist vorbei mit den Wikingern. Alter, wie die da reinspringen. Ey, die haben die ja komplett zersägt. Jetzt, ja, endlich wurden die mal gestoppt. Oh mein Gott, die sind ja strong. Die sind ja richtig strong, Leute. Aber wird die Werwolf-Truppe auch gegen Spartaner ankämpfen können? So, gegen 20 Spartaner. Und die haben auch noch 10 Bogenschützen im Rücken, die von hinten noch schießen. So, wollen wir doch mal sehen, ob die Spartaner die aufhalten können. Aber ich glaube es nicht. Die Werwölfe, die sind so stark, die springen da so rein. Bam! Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind richtig heftig, diese Werwolf-Truppe. Bro, die sind unfassbar. Die sind richtig stark. Nee, okay, ich glaube, die Menschen können das nicht aufhalten. Ich glaube, die Menschen schaffen das nicht. Da brauchen wir was Stärkeres, um die aufzuhalten. Was Stärkeres? Dann lass uns doch nochmal T-Rex nehmen. Wer denkt, ihr wird gewinnen? 2 T-Rexe gegen 30 Werwölfe. Ich glaube trotzdem, die Werwölfe werden gewinnen. Aber wisst ihr was? Wir finden es raus. In 3, 2, 1, let's go. Das ist voll der nice Simulator. Oh mein Gott. Alter. Die Werwölfe springen da richtig krank rein, aber die... Hä? Dann lol, da sind gerade richtig viele auf einen Schlag gestorben. Okay, die T-Rexe sind krass. Die T-Rex sind krass strong. Die sind auf jeden Fall stärker als die Werwölfe. Die sind noch am Fighten, aber ich glaube... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es kann übelst knapp werden! Aber nein, die T-Rex haben gewonnen. Es war aber, glaube ich, ziemlich knapp. Es haben nicht viele gefehlt. Krass. Die T-Rex sind heftig. Wollen wir doch mal sehen, wie es mit Tigern aussieht. Denkt ihr, 50 Tiger können 30 Werwölfe aufhalten? Das wird jetzt echt ein spannendes Experiment. 50 Tiger versus 30 Werwölfe. Ich glaube, es wird ein ziemliches Chaos, Leute. Und bam, let's fetz. Oh mein Gott, okay, ist ein harter Kampf. Ich kann gerade noch gar nicht sagen, welche Richtung es geht. Weil ich glaube, die Werwölfe. Die Werwölfe zersägen. Oder? Ich weiß, nein, doch, die Werwölfe. Doch, die Werwölfe. Die sind heftig. Okay, Löwen oder Tiger, ihr habt verkackt. Es tut mir leid. Alter, was sind das denn hier für Elefanten mit einem Laserstrahl obendrauf? Testen wir es nochmal mit diesem Elefantenlaser. Oh mein Gott, da sind Elefanten mit Kanonen obendrauf. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt könnten die Tiger gewinnen, oder? Team Tiger-Elefanten versus Werwölfe. Ah, nein. Nein, es sieht nicht gut aus. Diese Werwölfe sind strong. Ey, ich habe noch keine Truppe, obwohl doch. Doch, die T-Rex haben die Werwölfe aufgehalten. Alter, guck mal, Leute, hier gibt es sogar noch so richtig verrückte Wesen. Zum Beispiel so ein Höllenhund. 2 Höllenhunde und ein Dämonenboss. Okay, das ist jetzt ein sehr verrücktes Battle. 30 Werwölfe gegen 2 Dämonenhunde und den Dämonen-Satan-Boss. Keine Ahnung, irgendwas. Das ist jetzt richtig... Oh mein Gott, okay, die speien Feuer. Lol, die Werwölfe gehen richtig drauf. Der Dämonenboss weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Der weiß ja gar nicht, wo vorne und hinten ist, Digga. Ja, Digga, die Werwölfe sind einfach zu cracked. Die sind richtig cracked, Digga. Aber Leute, ich will jetzt mal noch was richtig Lustiges testen. Und zwar Schweine, Wildschweine. Das sind hier die allerschlechtesten Tiere, sag ich mal. Oder die schwächsten, sagen wir es mal so. Von allen, die hier sind das die schwächsten. Wir testen jetzt mal, was passiert, wenn 100 von diesen Wildschweinen... So, das sind jetzt 100 Wildschweine. Wenn 100 Wildschweine, was sagen wir...
Sagen wir mal, einen Tiger angreifen. 100 Wildschweine versus ein Tiger. Testen wir es mal. Aber ich glaube, da werden die Wildschweine gewinnen. Das sind ja zu viele. Oha! Ey, die haben ja voll die Power. Die drücken ja einfach alles weg. Die Wildschweine sind krass underrated. Wisst ihr was? Wir werden das Ganze jetzt mal richtig übertreiben. Ich werde jetzt die größte Wildschweinarmee aller Zeiten machen. Ich werde, wisst ihr was? Wir werden 300. 300 Wildschweine gegen einen T-Rex. 300 Wildschweine versus T-Rex. Das ist die neue Challenge. Also quasi 300 von den kleinsten versus einen von den größten. Das ist die Wildschweinarmee. So, und dann machen wir jetzt hier noch. Wo ist der T-Rex? Also ich kann mir... Es sind halt übelst viele von diesen Wildschweinen, aber ich kann mir halt wirklich einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein T-Rex gegen Wildschweine stirbt. Versteht ihr, wie ich meine? Das macht einfach keinen Sinn. Aber wir werden es jetzt rausfinden in 3, 2, 1 und let's go! Was? Ey, das laggt sogar ein bisschen, das Game, weil es so viele sind. Ich glaube, der T-Rex stirbt. Die Wildschweine haben gewonnen. Das ist die unzerstörbare Armee, Digga. Okay, gegen eine Hydra. 300 Wildschweine gegen eine Hydra. Und sagen wir 5 Minotauren. Let's go! Das Ding ist, die kommen so angerannt mit so einer Power, die fetzen einfach alles weg, diese Wildschweine. Boom! Und rein da, Junge. Rein in die Masse. Alter, wie das auch... LOL! Die überdecken komplett diese Hydra. Die nehmen alles hops. Das ist zu krank. Okay, Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich will jetzt noch ein finales Battle machen, und zwar Menschen gegen Affen. Menschen gegen Affen. Man kann hier quasi so mutierte Gorillas machen. Ich würde sagen, davon machen wir mal so... Ja, das sieht doch schon gut aus hier. Das hier ist der Affenboss. Genau, so eine richtig krasse Affenarmee brauchen wir hier. Okay, das sieht doch gut aus. Gegen Menschen. Und zwar würde ich hier einfach mal gegen Soldaten machen. Wir machen jetzt das Planet der Affen-Szenario. Boah, da brauchen wir, glaube ich, schon echt ein paar Soldaten. Ich würde jetzt hier einfach mal 40. Sollen wir mal 40? Denkt ihr, das reicht? 41? Okay, ich glaube, ich weiß nicht. Also rein von der Größe her sieht das so aus, würden die Affen die richtig zerfetzen gleich. Aber wir finden es jetzt mal raus. Let's go. Okay, die schießen halt, das ist der Vorteil. Oha! Oha, die schießen ja alles über den Haufen. Die Affen kommen ja nicht mal hin. Okay, die Menschen waren richtig stark. Ich könnte mir halt sogar vorstellen, dass diese bewaffneten Menschen halt wirklich alles andere wirklich platt machen. Aus dem Grund werden wir jetzt noch ein finales Battle machen, und zwar die Fantasiewelt gegen die Menschenwelt. 5 Hydras, Riesen, Minotauren, Werwölfe gegen die Menschen. Es sind viel, viel mehr. Warte, aber es muss schon circa eine gleiche Anzahl haben, damit es fair ist. Und dann würde ich sagen, kann man ja vielleicht noch ein paar aus der Vergangenheit nehmen. Vielleicht noch hier so ein paar... Genau, nochmal so ein paar Wikinger. Ein paar Wikinger hier vorne, die die erste Wave abblocken. Und die Soldaten stehen hinten. So. Ach, warte, nee, ich hab's falsch gemacht. Warte, oh, ich bin dumm. Die Soldaten, die habe ich im Team, die sind gerade im Team der Fantasiewesen. Fantasiewelt gegen reale Welt. Die Menschen haben all ihre Kräfte gesammelt und auch die Fantasiewelt. Und das finale Battle startet jetzt. Los geht's! Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut für die Menschen aus. Was ist das hier für ein Gas? Ist das hier ein Giftgas von den Menschen? Die Soldaten stehen hinten. Es sind die letzten Menschen, die kämpfen. Aber, warte, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Sind auch nicht mehr viele von den Fantasiewesen da? Oh! Hey, die Menschheit hat gewonnen, Leute. Let's go. Meine Freunde, ich würde sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich immer, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von dem Game sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.